dass sie uns hier ein bisschen früher Platz machen konnte. Ja, und an Sie ein herzliches Willkommen zur mittlerweile vierten Sitzung der Vortragsreihe Schiffen des Store Escape. Nach den anfänglichen Einführungen und der Hinführung von Nikita Baginski in das Thema Computer von letzter Woche folgt nun eine ganz praktische Einführung. Wir haben es ja heute nicht mit dem maskierten Philosophen, sondern mit dem maskierten Musiker zu tun. Seines Zeichens Irrlicht Project, wie es hier an der Tafel steht, im Vortrags in der Beschreibung angekündigt als Pater Maria. Es gibt auch ab und zu E-Mails von noch einem anderen Namen, das heißt, hier ist der Name Programm Maskierung einhalten. Aber er ist ja nicht der Einzige, der heute Morgen hier vorne ist, der heute Abend hier vorne ist, sondern wir haben heute auch einen Commodore C64, einen Atari 1040 STE, ein Sinclair ZX Spectrum sowie zwei Taschenrechner der Marke, Texas Instruments TI-82. Denn das ist ja das Medientheater, in dem auch Medien auftreten. Und wir treten heute zusammen mit dem Musiker auf, der seit 2004 Chiptunes macht, Lo-Fi Music und welche Bedeutungsvarianten und Bezeichnungen es dafür noch gibt. Ich denke, da wird er uns vielleicht auch noch was drüber erzählen. Wir haben es mit einer Lecture-Performance zu tun, das heißt, Sie werden eine Menge Musik zu hören bekommen und wie es der Vortragstitel schon verspricht, auch dazu, wie es dazu kommen konnte, zu dieser Musik, die Sie heute Abend hören werden. Das als Einleitung von mir. Jetzt wünsche ich Ihnen viele interessante Hörerlebnisse und gebe das Wort ab an mich. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Chiptune, 8-Bit, Mikromusik und wie es dazu kommen konnte. Nach langen und reiflichen Überlegungen habe ich mich für diesen etwas flapsigen Titel entschieden, weil, wie der Herr Höltgen schon angemerkt hat, das Thema des heutigen Abends begrifflich einzuordnen, ist schon die erste Schwierigkeit, mit der wir uns heute auseinandersetzen müssen. Deswegen habe ich mal den begleitenden Vortrag so aufgebaut, dass wir uns zuerst mit einigen Begrifflichkeiten auseinandersetzen werden. Dann sage ich was zur Geschichte. Dann sage ich ganz kurz was zur heutigen Chipmusikszene und danach steigen wir richtig ein in die praktischen Anwendungen. Gut, Begrifflichkeiten. Also der am häufigsten verwendete Begriff im Zusammenhang mit dieser Art von Musik ist der Begriff Chiptune. Wie alle Begriffe, die in diesem Zusammenhang auftauchen, ist er etwas schwierig. Denn heutzutage wird er ja meistens so verwendet, okay, man hat irgendwie so einen Soundchip und damit macht man dann Musik. Das Problem ist, dieser Begriff kommt nicht von den Soundchips ursprünglich, sondern er kommt eigentlich aus der Amiga-Szene, wo er zuerst so um 1987 auftaucht. Und zwar, der Amiga ist ja einer der ersten Massencomputer, die digitalen Sound beherrscht haben. Der dann in der Regel halt über gesampelten Sound, der mittels seines Paula Soundchips derartigen digitale Klänge wiedergeben kann. Allerdings nun verfügte Amiga ja zumindest in seiner Urausstattung nicht über sonderlich viel RAM. Das heißt, digitale Klänge da reinzuladen, da erschöpft sich die Kapazität des Rechners sehr schnell. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel macht und man möchte dazu die entsprechende Begleitmusik haben, bekommt man doch arge Probleme, wenn man handelsübliche Samples verwendet. Deswegen sind einige findige Experten sehr schnell darauf gekommen, okay, wir brauchen ja nicht unbedingt ausgedehnte Samples. Wir können auch einfach kleine, kurze, geloopte Wellenformen verwenden. Der Effekt davon ist, dass das dann tatsächlich wieder ähnlich klingt wie auf den alten Heimcomputern C64 etc. Und ja, in diesem Zusammenhang wurde der Begriff Chiptune geprägt. Heute allerdings verwendet man das als Oberbegriff für mehr oder weniger die komplette Szene, ob da nur 8-Bit-Computer mitspielen oder ob das über VSTs emuliert wird oder sonst irgendwie, ist alles nicht so klar definiert. Da gibt es auch innerhalb der Szene durchaus Auseinandersetzungen zwischen den sogenannten Fake-Chippern, die das irgendwie mit modernen PCs machen, und dann den echten 8-Bittern, die, na gut, lassen wir das.
Chipmusik, ein weiterer häufig verwendeter Begriff. Der ist allerdings auch problematisch, nämlich wegen diesem Gerät hier, das zwar über einen Soundchip verfügt, der analog ist, also kein digitaler Chip, allerdings da die CPU dieses Rechners ja recht leistungsstark ist, kann man trotzdem digitale Musik darüber abspielen und deswegen wird er halt auf dem Atari, in der Atari-Szene wird der Begriff Chipmusik verwendet, um sozusagen die eigentliche Chipmusik, die mit dem Soundchip direkt generiert wird, abzugrenzen von der digital gesampelten Musik. Ne? So, nächster Begriff, 8-Bit-Musik. 8-Bit-Musik, ich mag den eigentlich sehr, ich verwende den relativ häufig. Ja, klare Sache, ne, bezeichnet halt die Musik, die unter Verwendung von 8-Bit-Hardware erstellt wird, wobei sich die 8-Bit hier in der Regel auf die CPU des Rechners und nicht auf den Soundchip selber beziehen. Also klassisches Beispiel, der Game Boy, der ja heutzutage recht häufig verwendet wird in dem Bereich, 8-Bit-CPU, der Sound ist allerdings 4-Bit. Beziehungsweise Atari, Amiga, die gerne zur 8-Bit-Musik dazugezählt werden, sind 16-Bit-Computer. Ja, noch ein Begriff, der so Ende der 90er, 99, 98 aufgetaucht ist, ist Micro Music. Und hierbei steht dann nicht unbedingt die Technik im Vordergrund, sondern eher der Klang. Also es geht wirklich um den Sound der 80er Jahre Videospiele. Heutzutage wird das nicht mehr so häufig verwendet. Das hängt damit zusammen, dass das Micro Music-Netzwerk heute nicht mehr so aktiv ist wie früher. Aber trotzdem, das ist auch ein schöner Begriff, den man durchaus verwenden kann, der allerdings genauso wenig irgendwie das gesamte Feld umfasst, weil es gibt sehr viel Chipmusik, die mit dem Sound der 80er Videospiele absolut gar nichts zu tun hat. So, Soundchip ist auch noch ein Begriff, den wir vielleicht mal klären sollten vorher. Ja, ein dedizierter IC, der der Klangerzeugung dient. Ich glaube, so kann man das ganz gut definieren. Ja, unterschieden wird zwischen den sogenannten PSGs. Das sind die klassischen, also wie zum Beispiel der SID-Chip im C64, der AY im Atari. Dann gibt es die FM-Chips, die vor allen Dingen so bei den Second, Third Generation Konsolen auftauchen, also die Sega, Super NES und so weiter und so fort. Und dann gibt es die sogenannten PCM-Chips, das ist eigentlich das, was sich zum Beispiel im Amiga, aber auch in auf jeder herkömmlichen PC-Soundkarte befindet. Gut, ja, ein letzter Begriff. Tracker sind essentiell für die Chipmusikszene. Ich würde sagen, über 90% der Musik in der Szene wird auf Trackern erstellt. Ist eine bestimmte Art von Musikeditor, Software, auch die etwas schwierig zu definieren. Das Einzige, was die eigentlich eint, ist, dass der Zeitverlauf vertikal repräsentiert ist. Das, was wir hier sehen, das ist so der Vorläufer aller Tracker. Eigentlich ist das ein Notenblatt, oder wie soll man das nennen? Ein Musikstück, geschrieben von Leon Hiller im Jahre 1970, heißt Program Knobs for the Listener. Und es geht darum, man hat hier zwei HiFi-Systeme, die gleichzeitig laufen. Und der Zuhörer ist sozusagen dazu angeregt, anhand dieser Zahlen die Einstellung am Audiosystem selbsttätig zu verändern in bestimmten Zeitabständen. Ja, das ist also keine Software, sondern das ist halt, ja, das ist wirklich ein Stück Papier. Ja, wie gesagt, Tracker sind extrem wichtig für die Chipmusikszene. Es gibt andere Methoden, aber die sind weitaus weniger populär. Ja, so sieht ein moderner Tracker heutzutage aus. Können wir vielleicht einen Laserpointer haben? Sonst, okay, sonst mache ich das einfach so.
Ich krieg's zur Not auch so hin. Eigentlich bestehen die allermeisten Tracker bestehen so aus drei Grundelementen. Ich kann es auch mit dem Mauszeiger, sieht man vielleicht ein bisschen schlecht, aber na, das eine sind die eigentlichen Pattern, das ist wo dieser Bereich hier, das ist wo die eigentliche Musik erstellt wird, wo die Sample sozusagen gesequenced werden, beziehungsweise die Instrumente, wenn man keine Samples hat. Das hier daneben ist die sogenannte Pattern-Matrix, also von diesen Feldern hier, die in der Regel, Entschuldigung, die sind nicht so groß, die sind also so ein Feld repräsentiert in der Regel 1, 2, 3 Sekunden Musik. Davon gibt es mehrere und die werden dann hier in dieser Pattern-Matrix nacheinander angeordnet. Und der dritte wichtige Bereich, der befindet sich bei diesem Tracker. Achso, das ist übrigens Renoise, wer das nicht kennt. Ein Tracker, der nach wie vor entwickelt wird, der in der elektronischen Musikszene auch sehr, sehr populär ist. Also ich würde sagen, die allermeisten Leute, die nicht mit Fruity Loops oder Ableton oder was derartigen arbeiten, arbeiten mit diesem Programm. Ja, das hier oben auf der rechten Seite ist die Instrumentenliste. Und ja, das sind im Prinzip verschiedene Klänge. Hier in dem Fall werden dann Samples drunter gelegt. Bei den älteren Trackern, die für die eigentliche Chipmusik da sind, sind es halt einfach Sets von Klangeinstellungen. Gut, das einfach nur mal dazu. Ja, dann steigen wir mal in den geschichtlichen Teil ein. Eigentlich müsste ich ganz weit zurückgehen, in die Zeit der griechischen Antike oder noch weiter, weil die erste Voraussetzung, um Chipmusik zu machen, ist natürlich, dass man die Klangerzeugung irgendwie automatisiert. Und da gibt es tatsächlich die ersten Beispiele tatsächlich in der Frühantike schon. Das sind so Wasserorgeln, Windorgeln, diverse Konstruktionen. Ich will das jetzt nicht breit walzen, weil sonst werden wir innerhalb des heutigen Zeitrahmens definitiv nicht fertig. Gut, das Zweite, was wir brauchen für Chipmusik, das sind irgendwie so Wellenformen. Ja? Und da kommen wir jetzt zu dieser Geschichte hier. Fotooptische Klangsynthese, Variophon, ganz interessante Sache, entwickelt von einem Russen namens Yevgeny Scholpo. Wie funktioniert das? Ja, man nimmt ein Stück Papier oder eher so eine, normalerweise hat er dann so Papp-Discs verwendet, hat da per Hand Wellenform raufgezeichnet. So, dann dreht er diese Discs parallel zu einem 35 mm Film und fotografiert dabei die Discs fortlaufend auf diesen 35 mm Film in die Klangspur. Ja, und dann kann man das in einen Filmprojektor stecken und hat dann Sound. Dazu habe ich mal ein Klangbeispiel, was natürlich nicht von mir ist, aber was vielleicht verdeutlicht, warum man das durchaus als Vorläufer der Chipmusik betrachten kann. So, von der Carburetor Suite von Yevgeny Scholpo und Georgi Rimsky-Korsakov aus dem Jahr 1935, ein kleiner Ausschnitt. Dazu. Also wer schon mal Chipmusik gehört hat, dem dürften die Klänge irgendwie bekannt vorkommen. Wäre das vielleicht möglich, dass wir das ein bisschen lauter kriegen? Und auf welchem Kanal ist das eigentlich? Kann ich das drauf?
die hier? Mhm. Okay, also, gut. Gut, 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 gut. Ja, steigen wir mal ein in die erste echte Chipmusik der Welt. Das ist noch gar nicht so lange her, dass diese Geschichte aus dem Jahr 1950, 1951 wiederentdeckt wurde. Ich glaube, erst so vor 10 Jahren oder so ist man darauf gestoßen, aha, irgendwie schon auf den Mainframes gab es irgendwie so eine Art von Realtime-synthetisierter Musik. Und der Preis der Pionierpreis sozusagen geht an Geoffrey Hill aus Sydney, der auf dem dortigen CIRAC Mainframe Computer, er ist im Prinzip auf die Idee gekommen, ich verbinde einfach mal eins der Bits des einen Akkumulators mit einem Lautsprecher und guck dann, was passiert, wenn ich da das Bit an- und ausschalte. Und kurz danach, eigentlich nur 2-3 Monate danach, hat die University of Manchester nachgezogen mit ihrem Ferranti Mark I Mainframe. Da war Christopher Strachey, der also als Computerpionier, denke ich mal, einigen auch ein Begriff sein dürfte, der Erfinder dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob die beiden voneinander wussten. Ich wage es aufgrund des kurzen Zeitabstands fast zu bezweifeln. So, leider vom CIRAC ist die Musik nicht überliefert geblieben. Vom Ferranti Mark allerdings schon. Und dazu jetzt auch noch mal ein ganz kurzes Beispiel. Das ist eine Originalaufnahme, wirklich von der BBC damals gemacht, 1951. Freiwillig wollte der Computer definitiv nicht. The machine resented it. Alright, hang on again. The machine's not enjoying this. It's gone on strike a bit. Let me know when I should lift Jim, I think. So, hier, zweiter Versuch. Save the Queen. Gut, also das ist nicht nur das erste Chip-Musikstück, das ist das erste Computer-Musikstück überhaupt. Ich sage es nochmal dazu. Das ist übrigens die Maschine, oder das ist ein Teil der Maschine, die diese wunderbaren Klänge produziert hat. Warum man dieses Gerät ein Baby nennt, vielleicht aufgrund dieser rundlichen Konsole hier, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß, weil er nämlich kleiner ist als die Mainframes, die es vorher gab. Also der nimmt nur noch einen großen Raum ein und nicht mehr 3 große Räume. So, weiterer wichtiger Punkt, Music 1 für den IBM 704 von Max Matthews, das gilt mehr oder weniger als die erste Musiksoftware überhaupt, mal mit Ausnahme der Sachen von Hill und Strachey, die sozusagen
nicht auf dem Computer selber, sondern die vorher per Hand erstellt wurden und dann einfach reingeladen wurden. Das also Music 1 ist der erste Editor, der tatsächlich auf dem Rechner läuft. Eine Dreieckswelle, keine Lautstärkekontrolle, also die ersten Schritte waren tatsächlich recht bescheiden. Dazu habe ich leider kein Soundbeispiel. Dazu habe ich auch kein Soundbeispiel, aber das ist ein weiterer Meilenstein der Musik, der Computermusikgeschichte und auch der Chipmusikgeschichte, weil auch hier ist wieder hauptsächlich CPU-generierte Musik dabei. Das geht eher so ein bisschen Richtung algorithmische Musik, Musik konkret, so Klangexperimente. Ist im Internet verfügbar, bei Ubinet, glaube ich, wen das interessiert. Dazu, das Beispiel habe ich jetzt nicht mitgebracht, allerdings aus der Zeit noch ein anderes Beispiel, was ich einfach so kurios finde, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und zwar in den 60ern haben die Bell Labs in den USA angefangen, Experimente mit Sprachsynthese vorzunehmen. Waren dann 1962 waren sie dann erfolgreich. Es gab zwar auch vorher schon synthetisierte Sprache, aber das ist die erste, die tatsächlich halbwegs verständlich ist. Ja, ich spiele das mal einfach ab und sage danach was dazu. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford the carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. So, also wer schon mal Odyssee im Weltraum 2001 gesehen hat, dem dürfte da eventuell irgendwie was bekannt vorkommen. Tatsächlich ist es so, dieses Musikstück ist schon 5 Jahre davor entstanden. Das ist jetzt, also aufgenommen ist das im Jahr 62, veröffentlicht wurde es dann im Jahr 63. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ach so, ja. Ein Computer, der die Sprachsynthese und das Singen übernimmt und ein zweiter Computer, der die Klänge, das Piano hier bewältigt. So, jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung, nicht wahr? Der erste Programmable Sound Chip ist der Atari Television Interface Adapter, auch TIA oder manchmal auch Stella genannt. Der ist verbaut in Atari 2600, auch bekannt als Atari VCS. Leider habe ich dafür kein Klangbeispiel mit, aber ich wollte ihn einfach mal erwähnen, weil, wie gesagt, das ist der erste klassische Soundchip. Machen wir einen Sprung von den Soundchips kurz nochmal weg, zu denen kommen wir später zurück. Etwas, was ganz wichtig für die Entstehung der heutigen Chipmusikszene ist, ist die Demoszene. Die, kann man sagen, hat angefangen in den 50ern, als findige Computerexperten auf die Idee kamen, ja, man könnte ja auch einfach mal irgendwie so ein bisschen Nonsens auf so einem Display veranstalten. Da gab es so ein Bouncing Ball Demo auf einem Whirlwind Computer. Das sind die Computer, die das Sage Raketenabwehrsystem bei den Amis damals betrieben haben. Richtig los geht das eigentlich dann mit den sogenannten Crack-Intros, also mit dem Aufkommen der Heimcomputer ging es los, dass Spiele nicht unbedingt mehr legal gekauft wurden, sondern auch gerne mal unter der Hand kopiert und verteilt wurden.
was natürlich die Spieleproduzenten nicht gerade begeistert hat, wo sie dann auf die Idee gekommen sind, ja, dann machen wir da halt so einen Kopierschutz rein. Da haben sich Gruppen entwickelt, die genau sich zur Aufgabe gemacht hatten, diesen Kopierschutz dann wieder auszuhebeln. Und die waren natürlich total stolz auf ihre Arbeit und haben dann sozusagen der gekrackten Version des Spiels immer so ein kleines Intro vorangestellt, wo sie ihren Namen und so weiter präsentiert haben. Ja, diese Intros, die wurden dann immer ausgefeilter und immer bombastischer. Und irgendwann haben die Leute nur noch die Intros geguckt und haben sich für die Spiele gar nicht mehr interessiert. Und so ist die Demoszene entstanden. Da gab es dann relativ früh auch schon so Musiksammlungen, also dieses hier Charles Dean Music Collection 1 ist wahrscheinlich die erste Collection, die es in dem Bereich gegeben hat. Das Bild hier unten, das ist die Music Collection 2, also die Music Collection 1 ist, soweit ich weiß, nicht erhalten geblieben. Ja, 1001 Crew, The Judges, das waren so die ersten Gruppen, die sich dann nur noch mit Demo-Veröffentlichungen beschäftigt haben. Und ganz wichtig, 1987 Maniacs of Noise mit dem Charles Dean und mit der Juntel und weiteren. Die habe ich deswegen jetzt mal aufgelistet, weil die einfach im Musikbereich auch sehr aktiv waren, eigene Editoren veröffentlicht haben und so weiter und so fort. Ja. 1986 dann der erste Tracker, der Soundmonitor von Chris Hülsbeck. Manche Leute streiten sich darum, sagen, hey, das ist kein Tracker. Na gut, dann habe ich mal hier den Ultimate Sound Tracker von Carsten Obarski noch mit aufgeschrieben. Das ist der erste Amiga-Tracker. Ja, Soundmonitor ist also ein Chip-Tracker tatsächlich. Ultimate Sound Tracker ist ein Digital-Tracker, also ein Vorläufer vom Mod-Tracker im Prinzip. Jo, großen Sprung, 90er lassen wir mal aus. Kennt man ja, 90er Musik ist eh nicht so spannend und so, nicht wahr? 1998 hat sich das vorhin schon mal angesprochene Micromusic-Netzwerk gegründet, also ein Netzwerk von Enthusiasten dieser Art von Videospiel, Sounds und Musik. Gegründet ursprünglich in der Schweiz, hat sich dann recht schnell über den Globus verteilt, gibt, oder sagen wir besser, gab Ableger in Japan, gab Ableger in den USA und in Europa sind sie heute noch in einem anderen Land durchaus präsent. Also Italien hat immer noch, Schweiz hat immer noch ein aktives Netzwerk, Frankreich hat ein aktives Netzwerk, Spanien hat ein aktives Netzwerk, Großbritannien sowieso. Das zweite Event in diesen Jahren, was im Prinzip zur Entstehung der heutigen Szene geführt hat, ist einerseits Nanoloop von Oliver Witjoff. Das ist ja kein Tracker, ist ein Sequencer für den Game Boy. Und dann 2000 gab es die erste Veröffentlichung von LSDJ, was heutzutage einfach das Standardwerkzeug der Chip-Musikszene ist, ein Tracker für den Game Boy, mit dem ich persönlich weniger zu tun habe, vielleicht gerade weil er so populär ist. Ja gut, das hat die zur Entstehung der Chipmusikszene, wie sie heute existiert, geführt. Geschätzt gibt es heute etwa 15.000 Aktive, wobei ja die Schätzung ist auch schon wieder ein paar Jahre alt und so richtig nachgefragt hat da bis heute noch niemand. Also wer dazu mal eine Studie machen möchte, gerne. Ja, populäre Plattform heute in der Szene, ganz besonders der Game Boy. Die überwiegende Mehrheit macht mit dem Game Boy. Der hat einfach den Vorteil, im Gegensatz zu so einem Atari oder zu so einem C64 kann man den halt in die Jackentasche stecken und mit rumnehmen. Das ist schon durchaus praktisch. Ja, NES ist noch sehr populär, vor allen Dingen in Japan, wo die Chipmusikszene auch eine sehr lange Tradition hat. C64 ist durchaus nach wie vor nicht vergessen. Atari ST ist nach wie vor nicht vergessen. Ja, regional, der absolute Schwerpunkt liegt definitiv in den USA und Kanada. Also von den 15.000 sind bestimmt 10.000 sitzen da in diesen beiden Ländern.
Ja, wie angesprochen schon, Großbritannien ist noch relativ aktiv, Australien, Japan ist aktiv, Russland ist sehr aktiv, ja, Niederlande, Italien eigentlich in den letzten Jahren aktiver geworden, Deutschland, ich habe es mal mit aufgeschrieben, so groß ist die Szene hier nicht. Ich kann es nur schätzen, ich würde sagen 100, 150 aktive Leute oder so. Ja, und Skandinavien war vor allen Dingen Anfang der 2000er sehr aktiv. Dort hat sich die Szene allerdings zerstritten. Es gab irgendwie Kommerzialisierungstendenzen sehr stark und es gab Leute, die damit nicht einverstanden waren und so ist das alles ein bisschen zerfallen. Die sind heute nicht mehr ganz so stark vertreten. Ja, die Szene ist im Prinzip sehr aufs Internet fokussiert. Zwar gibt es auch jede Menge irgendwie Konzerte und Treffen und so weiter und so fort. Und normalerweise trifft man sich im Netz und da hauptsächlich auf einer Seite, nämlich chipmusic.org. So sieht die aus. Also wenn man irgendwie sich mit anderen Mitgliedern der Szene verbinden möchte, wenn man Sachen dazulernen möchte, wenn man irgendwie neue Musik hören will, dann beschäftigt man sich mit dieser Seite. Ja, Netlabels sind ziemlich zentral für die Szene. Heutzutage nicht mehr ganz so wichtig. Heutzutage veröffentlicht man seine Sachen eher bei Bandcamp oder so, weil man ja auch mal ein bisschen Geld machen möchte. Ja gut, Soundcloud und so die üblichen Seiten, da wer Chipmusik sucht im Netz, der wird da auf jeden Fall fündig. Chipflip ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Seite. Das ist der Blog von GoTo80, Anders Carlsen, ein sehr bekanntes Mitglied der Szene, schon seit Anfang der 90er in der Demoszene dabei gewesen auch. Und das ist im Prinzip die einzige Seite, die sich eher so ein bisschen mal aus, sagen wir, philosophischer Sicht mit der Szene auseinandersetzt, wo man ein bisschen irgendwie auch auf einer Metaebene über die ganzen Sachen reflektiert wird. Ja, Edward JP Chiptune ist noch eine populär, das ist so eine Art News-Aggregator. Da kommen sozusagen neue Software-Releases und so weiter und so fort, das wird da einfach gesammelt. Und Battle of the Bits, ganz wichtig, das ist eine sehr spannende Seite. Das ist ein Online-Mass-Multiplayer-Role-Playing-Game. Sprich, da geht man als Chip-Musiker hin, um zwar seine Sachen bekannt zu machen, andererseits aber hauptsächlich, um gegen andere Leute anzutreten und sich zu beweisen, dass man der Größte ist oder so. Und dann gibt es da Punkte und Ranks und... Hast du nicht gesehen, alles was halt dazu ist, so im Online-Spiel. Ja, dann nochmal ein paar Seiten, die früher halt wichtig waren. 8BC gibt es nicht mehr, war früher die größte Seite mit fast 20.000 Mitgliedern. Ist in einem Flame War untergegangen vor 3 Jahren. Ja, Micromusic hatte ich schon angesprochen. True Chipped Death war früher eine wichtige Seite, gibt es leider nicht mehr. War der News-Aggregat, das was im Prinzip Edward JP heute macht, hat TCDD früher gemacht. Und Malubit war auch so ein News-Aggregator, ja, die hatten wir schon. Jo, links oben, das ist das untergegangene 8-Bit Collective, so sah das aus. Daneben das Gelbe, das ist die Micromusic-Hauptseite, die im Moment seit irgendwie einer Woche auch down ist. Unten, das ist dieser Blog, von dem ich sprach. Und daneben ist diese russische Seite, ach ja, malobit.ru. Die haben früher einfach jedes Release, was in der Szene rauskam, haben die gesammelt und haben die auf dieser Seite veröffentlicht. Das war sehr schön, aber seit einem Jahr sind die leider nicht mehr aktiv. Seitdem zerstreut sich es auch so ein bisschen. So der Zusammenhalt der Szene, wie er vor ein paar Jahren da war, dass man sich irgendwie, egal was man gemacht hat, so ein bisschen zueinander zugehörig gefühlt hat, das lässt in den letzten Jahren immer mehr nach, einfach weil die Szene auch heutzutage sehr groß und unübersichtlich ist. Also denke ich mal, ist normal, dass sich da Subszenen bilden. Ja, Netlabels, mal zwei prominente Beispiele. 8-Bit Peoples oben links, das ist sicherlich das Label, was am längsten existiert und das renommierteste in dem Bereich auch. Mit mittlerweile fast 200 Releases, glaube ich. Ubiquitune ist ein russisches Netlabel, sehr, sehr populär. Geht eher so in den Prog-Jazz-Bereich. Die sind da so ein bisschen spezialisiert, während 8-Bit People eher so klassische Videospiel-Musik ist.
Ja, unten ist dieser, unten links der japanische News-Aggregator auf AdWord. Und unten rechts ist die von mir angesprochene Battle of the Bits-Geschichte, dieses Online-Spiel. Gut, lassen wir diesen Schwachsinn sein, kommen wir endlich mal zu konkreten, handfesten Geschichten. Ich möchte euch den ersten Soundtrip vorstellen, den ich jetzt auch gleich per Klangbeispiel, ja, endlich mal untermalen werde. Der AY39910, auch unter Atari-Fans als YM2149 bekannt. 1981 entwickelt für General Instrument, ist einer der meistverwendeten Soundchips überhaupt. Gibt es in ganz vielen Arcade-Maschinen, gibt es im Spektrum in allen Varianten ab der 128K-Variante. Gibt es in MSX, gibt es im Amstrad, gibt es in Oric, gibt es in Intellivision, gibt es in allen möglichen. Ist ein ganz einfacher Soundchip im Prinzip, hat drei Rechteckwellengeneratoren, also sprich kann, ganz einfach gesagt, kann drei Töne gleichzeitig erzeugen. Hat für jeden dieser drei Generatoren eine Hüllkurve und zusätzlich kann man auf die Kanäle jeweils noch Rauschen einmischen, da allerdings nicht unabhängig. Und dann gibt es noch so ein paar Software-Tricks. SID-Sound ist sehr beliebt, hat zwar mit dem Sound des eigentlichen C64-Soundchips nichts zu tun, ist so ein Hüllkurven-Trick. Man startet die Hüllkurve einfach ganz oft neu und kann dadurch ja, so einen bestimmten eigenartigen Klang entwickeln. Ja, dann gibt es den Basser, auch so einen Hüllkurveneffekt, weil die Hüllkurve auf dem AY, die funktioniert einfach nicht richtig. Die macht in der Regel nicht das, was es soll. Aber sowas begeistert Programmierer im Prinzip immer und dann macht man halt was anderes damit. Ja, und Samples kann man mit dem Ding, was früher keiner gedacht hätte, kann man auch abspielen. So, jetzt aber genug gesabbelt. Ich mache jetzt mal ein Stück an. Wieso ist der eigentlich nicht angeschlossen? Na gut.
Die es so gibt. Rechts oben der Music Maker, das ist, glaube ich, so einer der ersten AY-Editoren von Atari, damals selber produziert für den ST. Sowas nimmt heutzutage, glaube ich, kein Mensch mehr. Links daneben, das ist der Arcos-Tracker, das ist so ein Multi-Plattform-Cross-Development-Tracker, also sprich, das ist heutzutage eigentlich sehr gängig. Man entwickelt nicht unbedingt direkt auf diesen Rechnern, sondern man entwickelt auf dem PC. Und portiert die Soundfiles dann einfach entsprechend. Und dieser Arcos-Tracker, der hat außerdem den Vorteil, man ist nicht auf einen bestimmten Heimcomputer beschränkt, sondern der funktioniert für einen CPC, der funktioniert für einen MSX, der funktioniert für einen Oric, für einen Atari nicht. Nevermind. Unten links der Soundtracker für den ZX Spectrum 128K und daneben so ein Klassiker, der Maximizer, das ist für ein Atari ST. Ich nehme die eigentlich alle nicht. Ich nehme das hier. Ja gut, ich weiß nicht, ich guck mal. Ja, wir sind da noch relativ gut. Ich führe den mal eben kurz vor. Einfach nur mal, um zu demonstrieren. Ja. Also ich bin auch ein Fan von Cross-Development auf jeden Fall. Ich entwickle eigentlich normalerweise fast alles auf dem PC. Einerseits bin ich selten in der Nähe meiner Rechnersammlung. Zweitens ist das auch einfach praktisch. Man kann halt eben mal schnell was abspeichern oder wenn mal was schief gegangen ist, ist man schneller einfach wieder da, wo man vorher war. Wieso habe ich hier eigentlich nicht das, was ich brauche? Hier. So fängt man dann an. Wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. Bei dieser Software gibt es im Prinzip zwei Screens. Das ist der erste, das ist, wo das Sequencing passiert sozusagen. Hier unten, das ist das Patternfeld, wie gehabt. Hier oben, das ist nicht so gut gelöst bei diesem Tracker, das ist die Pattern-Matrix, also da, wo die einzelnen Pattern verschaltet werden. Dann gibt es hier so ein zweites Feld. Das ist der Sound-Editor. Ja, und das funktioniert im Prinzip, das sind die ganzen Einstellungen, die man hier so vornehmen kann. Dann gibt es hier noch so ein paar Geheimfeatures. Hier regelt man zum Beispiel diesen Sit-Sound. Ja, und im Prinzip funktioniert das ganz einfach. Als erstes braucht man mal eine Hüllkurve. Die kann man sich recht schnell anlegen. Schwupp. Dann braucht man irgendeine Soundeinstellung. Nehmen wir mal einfach den ganz normalen Rechteckwellensound. Um einfach nur anzufangen, war es das im Prinzip schon. Ja, und dann kann man hier seine Noten eintippen. So funktioniert das im Prinzip. Alles andere ist dann Fantasie, Erfahrung, Trickserei, wie auch immer man das nennen will. Vielleicht, um einfach nochmal ein Beispiel zu geben, wie man dann da so andere Sounds rauskriegt. Okay, wir haben unsere Hüllkurve, wir haben das alles. Jetzt machen wir hier einen Pitch-Bend. Und zwar pitchen wir die ganze Geschichte einfach extrem weit runter. Das dauert eine Sekunde. Yep. Hier noch ein Parameter geändert, da noch ein Parameter geändert. Andere Oktave und schon haben wir so eine Art Kickdrum. Ja, so funktioniert das. Ja, das nur mal nebenbei bemerkt.
Ja, noch ein Atari, ein Atari-Stück können wir uns noch leisten, oder? Steuert so, ich kriege den auch nicht wirklich runter. Achso, ne, der Atari ist auf dem hier. Auf jeden Fall nicht auf die Anzeige verlassen. Okay, ich bin das Mikro wieder hochgedreht. Wenn du das sagst. Okay. Gut, nächster. Der Klassiker unter den Soundchips hier in Deutschland sehr beliebt. MOS Technology SID 6581 bzw. sein Nachfolger der 8580. Ich mache mit diesem Chip selber eigentlich wenig. Mir ist der einfach, mir ist der zu komplex. Also ich mache Chipmusik, weil ich diesen ganz engen Rahmen von Limitierung, von hardware-technischen Begrenzungen haben möchte. Und der ist beim SID-Chip einfach nicht gegeben. Der ist wesentlich komplexer als alle anderen Soundchips. Der ist im Prinzip kein Soundchip, der ist, das ist ein Synthesizer on a Chip. So. Das war, glaube ich, auch die Idee von Bob Jan, als er den 1981 entwickelt hat. Der wollte den eigentlich noch mit viel mehr Kanälen und viel mehr Features machen. Ist dann am Zeitrahmen der Entwicklung des C64 und am Budget gescheitert. Ja, deswegen präsentiere ich jetzt da von diesem Chip auch kein komplettes Stück, sondern ich habe, sprechen wir vielleicht erstmal noch über diese Geschichte, genau. Nicht so voreilig. Ja, es gibt Massen von Editoren für diesen Chip. Es gibt so viele Editoren, dass es eine eigene Seite gibt, die Editoren für diesen Chip sammelt. Ich weiß nicht, wie viel die mittlerweile haben, aber ich denke, die Tausender-Marke dürfte mittlerweile überschritten sein. Woran das liegt, dass es ausgerechnet für den Chip so viel gibt? Ich meine, der Commodore 64 war der populärste Heimcomputer, den es gab. Wahrscheinlich bis heute hält er den Rekord für den meistverkauften Computer aller Zeiten. Aber das alleine erklärt es nicht. Spannende Frage, kann ich nicht beantworten. Einfach nur mal angemerkt. Ja, populär sind vor allen Dingen der JCH, der SDI, das sind Tracker alles, der Odin-Tracker, der Go-Tracker, das ist ein PC-Tracker, also wieder für Cross-Development, so sieht der aus.
Ja, und jetzt ganz neu im letzten Jahr rausgekommen, der Sid Wizard wurde hier in der deutschen C64-Szene aus mir etwas unverständlichen Gründen ziemlich gebasht und geflamed. Mittlerweile sollte sich wahrscheinlich die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass der sehr, sehr gut ist. Aber das Problem bei vielen C64-Editoren ist, die sind einfach mega kryptisch. Also man schaue sich hier den SDI an. Wer da jetzt rauf guckt und sagt, ja, verstehe ich total, was da abgeht, der hat meinen Respekt auf jeden Fall. Daneben gibt es allerdings auch andere Möglichkeiten, mit dem Ding Musik zu machen. Es gibt MIDI-Cartridges. Prophet 64 war damit die erste richtig ausgereifte. Ist dann heutzutage weiterentwickelt in Projekten namens SIA. Da kann man den C64 dann tatsächlich wie so eine Art Synthesizer ansteuern. Gibt es diverse Standalone-Lösungen, MIDI-Box-SID kann man sich selber bauen, wenn man LÖ-technisch begabt ist, oder Elektron-SID-Station kann man sich für viel Geld auf eBay kaufen, wenn man noch eine findet. Und es gibt diverse Soundkarten, und zwar nicht nur für den PC, also Hard-SID, SID-Blaster, USB, das sind so PC-Lösungen. SID-Blaster ZX zum Beispiel ist eine Lösung für den ZX-Spektrum. Weil irgendwie, auch wenn man normalerweise in der Szene seinen persönlichen Heimcomputer immer verteidigt, auf den SID ist man dann irgendwie doch neidisch. Das haben die anderen einfach nicht. So, gut. Ja, ich stelle euch das hier jetzt vor. Das Programm heißt SID-Lead, wurde von Silicon Limited 2004 entwickelt. Ja, das macht im Prinzip das mit dem SID, was ich finde, man mit dem SID auch machen sollte, ihn nämlich als Synthesizer zu benutzen. Wird bedient mit zwei Joysticks. Der eine bedient die Soundeinstellung, der andere bedient die Sequenz und das Start und Stopp und so weiter und so fort. Einfach nur ganz kurze Demo davon und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema. C64, der kann natürlich auch klassische Rechteckwelle und so weiter, was man sonst so von Game Boy und so weiter und so fort kann, aber er kann einfach viel, viel mehr. Gut, ich komme jetzt mal zu was eigentlich gar nichts kann, nämlich die 1-Bit-Musik als Unterform der 8-Bit-Musik. Ja, oder auch nicht. Ist eigentlich meiner Meinung nach die ursprüngliche Form der Computermusik, weil das, was Geoff Hill 1951 gemacht hat, genau das ist 1-Bit-Musik, nämlich Musik, die dadurch erzeugt wird, dass man Sound in zwei Zuständen an und aus hat und der Klang dadurch entsteht,
Ja, dass man grob gesagt einfach sehr schnell an- und ausschaltet. Ja, außerdem, Einbit-Musik ist in der Regel Chipmusik ohne Soundchip. Klassisches Beispiel, was ich hier heute mitgebracht habe, der ZX Spectrum in seiner 48K Originalausgabe hat der nämlich noch keinen AY-Chip. Der hat nur einen sogenannten Beeper, der hängt mehr oder weniger an der CPU direkt dran. Nee, dazwischen ist noch ein Transducer, der sogenannte ULA. Witzigerweise ist der von Ferranti hergestellt und Ferranti hatten wir heute schon mal bei der 1951 Manchester Geschichte. Ja, DEC-PDP war populär da in diesem Bereich in 70er Jahren, Ende 60er. Da ging einiges, da war von Haus aus, war da ein Lautsprecher auch angeschlossen, den man über, ja, über einen Bit-Overflow von einem der Register ansteuern konnte. Ja, der ZX Spectrum wahrscheinlich in diesem Bereich die populärste Plattform nach wie vor. So ein PC, der kann das auch, nämlich das, was am Anfang beim Booten so kurz Piep macht bei den älteren Geräten, der sogenannte PC-Speaker, wäre eigentlich eine klassische Anwendungsform für Einbit-Musik. Ja, und der Apple II, der macht das im Prinzip genauso. Ja. Gibt ein paar unterschiedliche Methoden, wie man aus dem Ding vor allen Dingen mehrere Töne gleichzeitig rausholen kann. Überhaupt schon mal Töne rausholen ist das eine, dann auch noch mehrere gleichzeitig ist eine ganz spannende Geschichte. Und eins dieser Verfahren ist das sogenannte Pulsfrequenzmodulationsverfahren. Und ja, wir haben eine Tafel, dann werde ich die auch mal nutzen. Wenn hier nicht allzu viel drauf aufkommen. Ja, sieht das überhaupt irgendjemand? Ja, aber genial. Tolles Geräusch, das könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde machen. Na gut. Also wir können ja davon mal ausgehen, so ein Ton besteht irgendwie aus einer Art von Sinuswelle. Hier haben wir die Amplitude, hier haben wir die Zeit. Gut, wenn wir Einbit-Musik betrachten, können wir das schon mal vergessen, weil das sind nämlich schon drei Zustände. Also sieht bei Einbit-Musik oder auch bei analogen Soundchips so eine Welle eher so aus. Gut, trotzdem haben wir hier ganz viele Zwischenzustände. Sowas lässt sich mit Einbit nicht darstellen. Die einzigen Zustände, die ich darstellen kann, sind eben hier 0 oder hier die 1. Ja, generell so einen Ton jetzt rauszuholen aus der Geschichte ist nicht so schlimm. Ich muss halt einfach in regelmäßigen Abständen mal so einen Puls auslösen und dazwischen einfach die Klappe halten und dann kriege ich meinen Ton in der gewünschten Frequenz. Nun ist es aber so, ich kann diesen Puls natürlich so in dieser Breite machen, dann habe ich eine schöne Rechteckwelle. Ich kann es aber auch sein lassen und ich kann einfach nur mal ganz kurz diesen Puls senden, in der restlichen Zeit stumm bleiben. Wenn ich jetzt eine zweite Soundwelle habe, sagen wir mal so, wo ist denn, das war ein bisschen doof gemalt, ich zeige es mal hier hinten, sagen wir, wird hier auch wieder ein Puls fällig. Dadurch, dass ich hier so mega viel Platz habe zwischendurch, kann ich einfach von der zweiten Frequenz ebenfalls kurze Pulse senden und dann habe ich zwei Töne gleichzeitig. Wer dieses Verfahren erfunden hat, ist ein bisschen unklar, da recherchiere ich noch.
wahrscheinlich irgendwann mal in 70ern in Schweden entwickelt, aber ich will mich darauf jetzt nicht versteifen, ist leider überhaupt alles nicht dokumentiert. Ja, bekannte Editoren, Music Construction Set von Will Harvey, hat er 1984 für den Apple II geschrieben, als er, glaube ich, 14 oder 15 war. Da gibt es so ein herrliches BBC-Interview, wo er dann zusammensitzt mit so einem ganz alten Moderator und da halt so locker lässig mit seinen 14 Jahren erklärt, ja, und dann habe ich hier dieses Programm geschrieben, was so zwei Töne auf einem Gerät ausgeben kann, was theoretisch noch nicht mal einen ausgeben kann. Tim Follin, sehr bekannt, als der angefangen hat, Musik für Spiele zu machen. Der hat auf dem ZX Spectrum angefangen. Und der war auf dem ZX wahrscheinlich auch der Erste, der auf die Idee gekommen ist, hey, ich kann ja da mehrere Töne gleichzeitig ausgeben, obwohl es eigentlich so ein Ding ist, was ich nur an- und ausschalten kann. Hat es geschafft, immerhin satte 5 Kanäle plus dazu noch Samples auszugeben. Special FX, eine Engine von Jonathan Smith, der leider vor 3 Jahren verstorben ist. Die ist sehr populär auf dem ZX Spectrum, die werde ich auch gleich mal vorführen. Die wurde dann verwendet in einem Programm namens Orpheus Music Assembler 1990 in der Tschechoslowakei ist das rausgekommen. Weiterer Experte in diesem Bereich, Jan Dirk aus Bratislava, der hat es geschafft mit seiner Routine ZX7 immerhin satte 8 Kanäle gleichzeitig auf dem Ding auszugeben. Ja, und auch heutzutage gibt es wieder Coder, die sich mit dieser Pulsfrequenzmodulation beschäftigen. Vorreiter auf dem Gebiet ist Alex Jemenov aus Moskau, der in den letzten Jahren einiges in dem Bereich veröffentlicht hat. Q-Chain ist 4-Kanal-Routine, Octode 8-Kanal-Routine. Ja, links oben das Music Construction Set von dem Will Harvey, daneben ZX7 und unten ist der Orpheus Music Assembler. So, leider ist es der Fall, dass mein eigentlicher Player, den ich normalerweise verwende, nicht funktioniert hat, weil die A-Taste in meinem ZX offensichtlich nicht funktioniert. Aber immerhin, jetzt mal was mit der Special FX oder Orpheus Music Assembler Routine. Allerdings nicht im Orpheus Music Assembler entwickelt, sondern per Cross-Development in einem Programm, was ich später gleich nochmal kurz zeigen werde. So, jetzt aber endlich erstmal wieder ein bisschen Musik. Ja, ja. So wird schon mal nichts. Na? Ich habe auf jeden Fall keinen Sound. Ah, natürlich habe ich keinen Sound. Das kommt davon, wenn man alles last minute aufbaut. So. Ah, die will ich auch nicht. Die will ich. We'll be right back.
Ja, so viel zu dem. Mit dem bin ich auf Battle of the Bits Knaller baden gegangen, aber weiß bis heute nicht warum. Ja, shit happens. Ich finde den eigentlich schön. Ja, das ist nur eine Variante, wie PFM klingen kann. Also der Sound hängt da wirklich sehr stark von der Software ab. Wie gesagt, es ist sozusagen komplett CPU-synthetisiert. Theoretisch kann man auf dem Ding machen, was man will. Deswegen jetzt einfach gleich nochmal ein zweites PFM-Stück hinterher. Das ist auch eine Engine von Jan Deak, die ich jetzt habe. Allerdings nicht die ZX7, sondern die ZX3. Die hat dann ein paar Jahre davor geschrieben. Ist als Software, also als Editor ist das nie rausgekommen, aber heutzutage Cross-Development macht es möglich. Kann man dafür trotzdem Musik machen? Zweite bekannte Einbit-Verfahren ist Pulse Interleaving, auch als XOR-Pulsmodulation bekannt. Ich habe mal hingeschrieben, 1984 von Mark Alexander entwickelt. Wie auch alles ist das nicht so gut recherchiert, weil bisher sich zumindest aus akademischer Sicht niemand damit beschäftigt hat. Dieses Verfahren funktioniert so, dadurch, dass die Ansteuerung ja über die CPU basiert, kann ich ungefähr 400.000 Mal pro Sekunde den Zustand des Ports, also um das nur mal zu verdeutlichen, hier hängt der Sound dran und das ist eigentlich ist das der Output zum Tape, also zum Speichermedium. Den kann ich aber hier als Sound-Output durchaus missbrauchen. Ja, 400.000 Mal zwischen an und voll aus und voll an switchen, das schafft kein Lautsprecher auf der Welt. Und deswegen kann ich diese Geschichte nutzen, um sozusagen den Lautsprecher, während er sich noch ausdehnt, der Konus, schon wieder zurückzuziehen. Und dadurch kriege ich mehrere Lautstärke-Level hin und wenn ich mehrere Lautstärke-Level habe, kann ich mehrere Frequenzen ineinander mixen. Ja, WAM kann ich euch jetzt leider nicht. Doch, kann ich euch vorstellen, allerdings nicht auf dem Gerät, wie gesagt, weil der Player nicht funktioniert hat. Aber dann kommen wir gleich mal zum Cross-Development, ist auch gut. Ja. Ja, das ist so eine der Softwares, die man da heutzutage für verwenden kann. Das ist Bipolar von Chris Cowley, entwickelt 2011. Ja, ein Tracker, der sozusagen mehrere 1-Bit-Engines, also diese Routinen, Software-Routinen beinhaltet. Ja, das ist jetzt die WAM Music Box Routine und die klingt so. Thank you.
wie man sieht, im Prinzip zwei Kanäle hat das Ding nur. Also wenn das jetzt wie mehr als zwei Kanäle klang, dann war das Trickserei und Magie. Ja, das oben ist die klassische Music Box von 1985. Ein horrend umständlich zu bedienendes Programm. Hauptsächlich deswegen, weil man nie weiß, wo genau man sich gerade im Musikstück befindet oder sonst irgendwas. Dann hat er auch noch so Drums zwischendurch, wobei da das geniale Ding ist, dass er die Drums in dem Notenfeld sozusagen nicht mitschreibt. Da kann man dann nur noch raten. Aha. Ganz tolle Sache. Glücklicherweise gibt es von Alex Semenov eine Tracker Edition. Das ist die unten auf der linken. Und das auf der unten rechts ist ein eigene Routine plus Editor vom, von Chiro, also von Alex Semenov, Phaser 2, die ich euch jetzt aus bekannten Gründen auch nicht vorstellen kann. Ja, danach, daneben gibt es noch so ein paar Mischverfahren. Use Music Box ist so ein ganz rätselhafter Klassiker. Keiner versteht so richtig, was der eigentlich macht, wieso das funktioniert. Hab ich nicht. Muss ich euch leider so auch vorenthalten. Lyndon Sharp, da kommen wir gleich nochmal drauf. Der hat es geschafft, dieses Interleaving-Verfahren mit dem Puls, mit der Pulsfrequenzmodulation zu mischen. Ja, und Samples kann man auf dem Ding auch ausgeben. Mehr oder weniger mit einem ähnlichen Verfahren wie dieses Puls Interleaving, einfach so schnell schalten, dass kein Lautsprecher hinterherkommt. Ja, heutzutage, wie gesagt, Cross-Development bietet sich gerade in dem Bereich völlig an. Ich weiß, manche Leute stehen nicht drauf, das ist dann nicht echt und so, ist mir aber eigentlich egal, das ist einfach praktisch. Ja, Bipolar kam zuerst raus, 2010, das hat irgendwie diese 1-Bit-Geschichte wieder ein bisschen nach oben befördert. Ich nehme allerdings was anderes. Ich nehme das hier, das ist der One-Tracker, auch von Alex Semenov, ihm vor 2 Jahren veröffentlicht. Das ist insofern ein besonderer Tracker, der hat diese Pattern-Matrix nicht. Der hat nur ein fortlaufendes Pattern und optimiert dann sozusagen den Code selbsttätig. Sehr praktische Geschichte das. Und wenn wir das jetzt nochmal neben diese Program-Knobs-For-Listener-Geschichte halten, stellen wir fest, dass also die Tracker sich seit den 70ern extrem weit fortentwickelt haben. Oder so, oder auch nicht. Gut, letzter Tagesordnungspunkt. Ja, es gibt so Grafiktaschenrechner. Manche von euch kennen die vielleicht aus der Schule noch oder so, oder wenn ihr irgendwie was im mathematisch-physikalischen Bereich studiert, habt ihr vielleicht damit zu tun. Ja, in den Dingern steckt eine Z80-CPU, wie im ZX-Spektrum auch. Es gibt so ein bisschen User-RAM. Es gab dann in den 90ern gab es einen Hack, der es ermöglicht hat, Assembler-Programme auf dem Ding auszuführen. Und das Ding hat irgendwie so einen Link-Port, wo man so einen Klinkenstecker reinstecken kann. Da dachte ich mir halt eines schönen Tages, das klingt ja irgendwie dem ZX-Spektrum recht ähnlich. Da könnte man ja mal versuchen, so eine Routine vom ZX-Spektrum auf dieses Gerät zu portieren. Hatte einige Anlaufschwierigkeiten, hat am Anfang hinten und vorne nicht funktioniert, ein Absturz nach dem anderen. Aber irgendwann hat es dann doch geklappt. Und ja, Musik von Taschenrechner. Hey, das ist sowieso der falsche. Ne, das ist der richtige. Die dann zum Beispiel. Ne, das war das Mikro, ne? We'll be right back.
So geht das. So, jetzt sind wir fast am Ende. Eine Neuentwicklung jetzt noch der letzten Monate. Ich habe diese Geschichte dann natürlich stolz wie Bolle im Internet veröffentlicht, worauf mehrere Leute ankamen. Ja, aber wenn man dann jetzt einen Tracker sozusagen auf diesem Taschenrechner und so... Ja, eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich bin kein Fan von irgendwie portablem Development, aber na gut, dann haben noch mehr Leute nachgefragt und... ja gut, habe ich da halt so einen Tracker für geschrieben. Er hat drei verschiedene Sound Engines, einmal XOR-Verfahren, zwei Pulse-Verfahren. Ich mache davon jetzt nur noch ein ganz kleines, ganz kurzes Beispiel, weil ich zu faul war, selber einen vernünftigen Track damit zu machen. Oder beziehungsweise einfach nicht die Zeit hatte. So. Ja, und so weiter und so fort. Nur mal, um zu demonstrieren, dass das funktioniert. Ja, und damit bin ich mehr oder weniger am Ende. Gut, nee, ihr braucht jetzt keine Literaturliste, nicht wahr? Es gibt leider, wer mehr zum Thema lesen will, es gibt leider extrem wenig, zumindest extrem wenig Fundiertes. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist von Anders Carlsen, die Masterarbeit. Das, wie gesagt, Go280, einer der bekanntesten Namen in der Szene, der kennt sich auf jeden Fall aus. Und die Masterarbeit vom Nils Dittbrenner, die ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Da sind zwar ein paar fachliche Fehler drin, aber die ist einfach sehr umfassend und ausführlich. Ja, und wer nebenbei, wenn man was lesen möchte, Chipflip, WordPress, die Seite kann ich nur empfehlen. Ja. Das war es mehr oder weniger von meiner Seite. Ach so, halt, ja, ich hätte eine Diskussionsanregung vielleicht. Gut, das ist hier nun so ein etwas älterer Taschenrechner, also das könnte man schon fast noch als Retro bezeichnen. Allerdings, diese Serie wird ja immer noch entwickelt, also das ist hier der TI 82, mittlerweile sind wir jetzt beim TI 84 Plus, nee, neuerdings TI 84 Plus Color Second Edition. Aber Farbe braucht man jetzt natürlich, braucht man unbedingt auf einem Taschenrechner, ist ja klar. Ja, ich habe es zumindest auf dem TI-84 Plus, diesen Tracker, bereits portiert. Und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, inwieweit ist das noch Retro-Development oder Retro-Computing, wenn man sozusagen so ein Verfahren aus der Steinzeit 1951 dann auf so einem Gerät aus der heutigen Zeit anwendet. Das nur als Vorschlag. Ansonsten danke fürs Zuhören und ja. Ja, vielen Dank für die